Hallo ihr Lieben, so, da bin ich mal wieder und ich würde heute ganz gerne mal wieder über Musik sprechen nach langer Zeit. Nicht unbedingt über meine, sondern im Allgemeinen über die Musikentwicklung hier in Deutschland oder auch weltweit, weil ich das, um ehrlich zu sein, echt ein bisschen beängstigend finde. Wenn ich mir so angucke und da ist egal, das ist genreübergreifend, also egal, ob du jetzt im Schlagerbereich guckst, im Dancebereich, Hip-Hop, Haus, was weiß ich, irgendwie. Es ist alles irgendwie gleichgeschaltet, irgendwie klingt alles immer gleicher und es macht irgendwie, um ehrlich zu sein, nicht mehr so viel Spaß. Eine Studie hat ergeben, dass in Amerika die Leute zu einem Dreiviertel aller Leute nur noch ältere Musik hören. Die haben keinen Bock mehr auf neue Musik und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen kann ich das nachvollziehen, weil ich das echt schade finde, wenn man sich mal so umguckt. Gott, was hatten wir immer für Hits irgendwie, egal wo und in welchem Bereich. Und es hat immer irgendwie welche gegeben, die so rausgestochen haben, ob es dann Instrumentaltitel waren oder was weiß ich, irgendwie witzige Nummern oder so. Wenn ich zum Beispiel an die erste Single von Fanta 4 damals denke, die da oder so. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie eine Wahnsinnskomposition oder sowas, sondern das war vom Rap her, von der Machart, das war einfach neu, das war klasse, das war gut, das hat Spaß gemacht. Letztes Jahr Laila, klasse irgendwie, ne? Schöne Melodie irgendwie, ging ab, die Leute hatten Bock, das Ding zu singen, hat Spaß gemacht, aber gibt es halt viel zu selten. Wenn ich jetzt Peter Fox angucke, letzte Single, Zukunft Pink, klasse Nummer, total tolle, warme Harmonien, irgendwie geiler Text, macht richtig Spaß, okay, er schleimt ein bisschen bei den Mädels, aber dennoch, tolle Nummer, finde ich immer noch richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, insgesamt gibt es mir davon zu wenig. Und wenn dann so ein Peter Fox so eine Nummer macht, und ich glaube, soweit ich informiert bin und hoffe, dass da sehr bald auch eine LP kommt, die eigentlich nur geil werden kann, denn der Typ ist ja wirklich ein Wortakrobat und da glaube ich schon, dass da richtig, richtig was kommt. Darauf freue ich mich sehr, aber wie gesagt, ist viel zu wenig, viel zu selten. Wenn ich mir zum Beispiel den ganzen Dance-Bereich angucke, auf Peter Fox komme ich gleich nochmal zurück. Im Dance-Bereich kannst du gucken, wo du willst. Ich kriege ja wirklich jeden Tag Promos irgendwie. Du kannst reinhören, wo du willst. Und dann werden die Nummern auch wie Sauerbier angeboten. Und dann wird dazu geschrieben, dass der entsprechende Künstler bzw. Produzent so und so viel monatliche Hörer bei Spotify hat, im Millionenbereich, teilweise Milliarden. Und so, das macht seine Musik aber nicht besser. Das muss man ganz klar so sagen. Und insofern sind mir diese Argumente eigentlich immer zu billig. Oftmals ist das ja auch wirklich eingekauft. Und ja, natürlich funktioniert sowas immer gut, wenn sich, was weiß ich, Leute zusammentun, die möglicherweise eine größere Reichweite haben. Aber schlussendlich leidet die Musik darunter. Und das finde ich echt irgendwie schade. Wobei, wie gesagt, zum Thema Peter Fox nochmal, als die Nummer dann rauskam und richtig groß wurde, was ich richtig, richtig klasse fand, dann sofort wieder von kultureller Aneignung gesprochen wurde, wo ich dann am liebsten loskotzen möchte, weil ich es einfach nur widerlich finde. Ich meine, haben wir damals Billy Mo verboten, ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut zu singen oder so? Das ist doch alles völliger Blödsinn. Wenn jemand in dem, was er macht, richtig, richtig gut ist, dann ist es egal, welche Hautfarbe er hat oder wo er herkommt, aus welchem Land er kommt oder was weiß ich nicht, alles gar nicht so lange her. Da hat man, ich glaube, einer deutschen Künstlergruppe einen Live-Auftritt untersagt, weil die Dreadlocks hatten und Reggae-Sound machten und das wäre eben halt kulturelle Aneignung und würde nicht gehen und der Veranstalter hat denen dann den Auftritt untersagt. Also das ist an Lachhaftigkeit nicht mehr zu überbieten, das muss man ganz klar sagen. Aber da, wo fängt das an, wo hört das auf? Denn wie gesagt, ich sage grundsätzlich, jeder soll, wenn er in irgendetwas gut ist, das machen, was er gut kann, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht, egal aus welchem Land, welche Rasse, was auch immer. Aber wenn das schon so losgeht und man jetzt plötzlich aufpassen muss, dass man nichts macht, was vielleicht irgendwie in Afrika üblich ist oder so,
und darum als Europäer das jetzt nicht mehr machen darf, dann ist das lächerlich. Und wo kommen wir dann hin? Wo sind die Schreihälse, die dann immer von Gleichberechtigung sprechen und Frauen? Und Frauen werden, was weiß ich, irgendwie benachteiligt in irgendwelchen Jobs. Wenn eine Frau in ihrem Job gut ist, dann soll sie diesen Job machen und dann soll sie auch mindestens genauso viel Geld verdienen wie ein Mann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man anfängt, über Gleichberechtigung bzw. Frauenquote das regeln zu wollen, dann kann es nur Ungerechtigkeiten geben und das ist doch dann völlig klar. Und insofern ist diese ganze Diskussion an Lächerlichkeit für meine Begriffe nicht zu überbieten, ein völliger Blödsinn. Und wie gesagt, macht doch einfach mal ihr Produzenten dieser Welt einfach wieder schöne Musik, guckt auch mal wieder links und rechts, versucht nicht der Plattenfirma zu gefallen, das macht sowieso keinen Sinn. Die haben natürlich auch einen Großteil Schuld an dieser ganzen Misere, denn da sitzt keiner mehr, der irgendwie einen Künstler erkennt, beziehungsweise einen Hit erkennt, sondern das sind alles nur Spinner, die ihre eigenen Sachen oder die ihrer Freunde dann irgendwie veröffentlichen. Und wenn einer davon erfolgreich ist, dann reiten die alle auf der Welle mit und die Major-Labels tun ihr Übriges dazu. Die kaufen grundsätzlich ja nur ein, wenn eine Nummer schon richtig, richtig erfolgreich ist. Insofern alles Schwachsinn, alles Quatsch und darum kreativ sein. Und das Kreativsein natürlich nicht mehr so viel Spaß macht, wenn man 8 Millionen Streams hat und dafür dann gerade mal zweimal bei McDonald's satt wird und nicht mehr wirklich Geld damit verdienen kann, sondern nur noch über Live-Performances, ist natürlich auch verständlich. Insofern wird der Markt sich irgendwo wahrscheinlich über die Jahre auch ein bisschen ausdünnen. Vielleicht steigt dann die Qualität wieder, ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade, was die Entwicklung der Musik anbelangt. Und würde mich wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn das irgendwann mal wieder anders würde. Man muss sich vielleicht einfach trauen und dann wird vielleicht alles gut. So viel für diese Woche. Wir hören und sehen uns bald wieder. Wünsche euch eine schöne Woche. Es ist ein bisschen bedeckt, aber vorhin hat die Sonne schon geschienen und der Frühling kommt mit ganz, ganz großen Schritten und darauf freue ich mich tierisch. Bis bald und tschüss.